Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS17 auf der Online-Farm. So, mal kurz Menü einblenden. So. Gestern hatten wir uns ja unseren Telelader geholt. Ja, ich muss da mal hin. Platz für Wolle ist voll. Kümmere ich mich sofort drum, eins nach anderem. Ich muss bis morgen meinen Telelader umstellen. Plätze. Ja. Dann schickt man hier neben die Presse. Wir wollten erstmal, was hat man jetzt drin? Jetzt wollte ich gucken, was hat man drin? Gras haben wir drin, genau. Am Futtermischer ist Gras drin, wie viel? Das sind durch 4, das sind 8 Ballen. Wir brauchen jetzt 8 Ballen Silage und 8 Ballen. Ich muss schon mal ein bisschen Futter mischen können. Und von den 31.000, die wir da haben, vielleicht doch schon mal ein Mutschekuh holen können. So, wir kommen jetzt hier auswandern erstmal. 4. Nehmen wir erstmal die ersten 4. Okay. So, und eingepiekst und zack. Was sind denn Dämme drin? Nochmal einpieksen. Und reingeschoben, ich halt. Geil. So, gucken wir dann mal den beim nächsten Mal. 2 habe ich schon. Kriegen wir schon hin. So, Silage kommt in die Mitte. So, machen wir erstmal hier, füllen wir erstmal hier unseren Futtermischer auf. So, jetzt haben wir einen drin, jetzt haben wir 3 drin. So, und los geht's. Und mal selbst nochmal 3 rausschmeißen, dann passt das denn schon. Nee. 3, 8 haben wir gesagt. Jetzt haben wir 12 drin, 32 brauchen wir. Jetzt haben wir 4, haben wir 7 und dann haben wir 1. Genau, so machen wir das. So, wie viel haben wir jetzt drin? 12, fehlen noch 20, also 5 Ballen. So, zack.
So. So, zack. Zack, Power. So. Jetzt haben wir 5 drin. Noch 3 Stück. Und dann geht es mit dem Stroh weiter. Dann kann man schon mal Mischfutter produzieren. Das heißt, überall pieksen. Nur also piekstinieren, weil sie da schimmeln können. Aber das ist ja jetzt egal, weil sie gleich verwendet werden. Und hier schimmelt ja kein Ballen im LS. Daher. Dann läuft man 2. bis 8. Jetzt müssten wir 28.000 drin haben. Jawohl. Eine brauchen wir noch. Wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. So. So muss man immer mehr fahren, wie eigentlich geplant. Aber egal. Als nächstes brauchen wir dann 8 nochmal. So haben wir gleich viel. Aber noch läuft nichts in der Produktion. Daher passt das alles schon. So, der vorhanden ist im Heulager, Strohlager. Hinten ist schon noch eins, genau. Da war noch eins. Da ist es. Das Lager der Lager. Halt, stopp. Jetzt geht es darum hier. Achte Frage ist. Halt ihn zurück an die Bankier. Ich stehe gerade mittendrin, wie es aussieht. Das ist ein bisschen lustig. So, auch ein Trick in hier hin.
Ist gut, ein Umwelthatcher. Die sind jetzt festgetackert. So was fällt mir noch für 19er. Sollte mir vielleicht ein Gewicht holen. Ein Twix. Zack. Und mal gleich mal ein Gewicht für den Kübel holen. Oh, schon im Kübel hinfahren. So, mal gucken, was uns 10 Kühe kosten, dann muss er ja ordern. Dass wir dann schon mal die ersten Kühe herbringen. Und da schon mal, wie die produktionstechnisch losgeht. In Sachen Milch. Schief, aber selten, passt aber schon. Wohl ja, eins vier Ballen drauf. Also mehr wie vier fahre ich nicht, der hält es ganz gut ohne Gewicht. Nur schwebt der auch auf der Vorderachse. Naja, es geht. Es geht, es geht, es geht. Ich kann ja mal ein Gewicht dann mal gucken. Uah. Ja, ich brauche Gewicht, die gerade hier runter. Da brauchen wir doch schon ein Gewichtel. Und läuft die Position schon an. Angelaufen ist sie schon. Wie viel haben wir schon? Oh, es geht los, es geht. So, gehen wir mal in den Shop. Gewichte. Ja, für das Unternehmen nehmen wir das New Holland. Natürlich Farbe, das ist glasgrün. So. So, haben wir auch noch mal was falsch. So, jetzt muss ich auch mal ganz kurz. Jetzt brauche ich mal das Hilfemenü. Und gucken, wo wir hier Tiere kaufen können, wo das Tiermenü ist. Ja, Auto hier. Ja. Ja, hier ist Tiermenü. Ja. Wie können wir den kaufen? Eine, zwei. Zwanzigtausend haben wir. Acht Stück, neun. Zehn. Bestätigen, jawohl. So, haben wir schon mal 10 Stück. Vorher haben sie erstmal. Brauche ich noch Heu. Das ist schon noch.
Nehmen wir nochmal 4 Ballen. Und Wasserbarsch und hab schön Wassertank. Ich habe keinen Wassertanker. Schlecht. Kurz überlegen, wo ich ein Wasserfass hab. Schafsweide. Und bei der Dingsbums hab ich ein großes. Ja, muss leider das große von der Dings holen, von da. Nein, ich habe aber das stimmt nicht. So. Wasserfass müssen wir noch als nächstes kaufen, wir sind bei die Dingsbums voll. Kommen wir jetzt auch nochmal der Spruch hier, kein Platz mehr für Weidegut. Also für Weidegut für Wolle. So, das Gewicht bei Gelegenheit holen. Über die Notiz machen, dann vergesse ich das. So, gucken wir mal, wo eingestreut wird hier. Hier scheinbar nicht. Weg, Mochi-Kuh. Ja, fressen das ist schon mal, aber ohne Wasser produziert keine Milch. Ich muss den Trigger für Stroh. Jawohl, bohrt noch herrlich. Ah, hier. Ist der Stroh drin? Oder muss ich jetzt rüberheben? Nee. Mensch. Und der Scheiße in Ruhe. Boah, ist voll. Guck mal, ich hab's deswegen angenommen, weil. Ach, ist voll. Okay, ist voll. Da kann man lange probieren auch. So, da können wir lange probieren. Wo bist du? So. Dahin fahren. Müssen wir uns Notiz machen. Wasserfass. Erstmal ausbogen, wenn wir Fast Track dazu und sagen, ja, schon am schnellsten. Kein Platz mehr für Wolle, okay, ich muss die Wolle, dann haben wir sehr Geld, da kann man vielleicht ein Wasserfass kaufen. So,
komme ich aber erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.